Der neue Terminal Check-in 3 ist vor 2 Wochen in Betrieb gegangen. Seither frequentieren ihn täglich über 35.000 Passagiere. Nachdem diese Vollbetriebsphase nun erfolgreich verlaufen ist, wurde jetzt der offizielle Eröffnungsakt gefeiert. Der Flughafen geht mit heutigem Tag in eine neue Ära hinein. An einem Tag, wo wir unseren Hauptaktionären und unseren Aktionären auch offiziell sagen dürfen, dieser Skylink ist Vergangenheit. Wir eröffnen heute den Check-in 3. Wir haben Abschied genommen von einem mittelgroßen Flughafen einer mittelgroßen Stadt. Und es ist ein gutes Stück weitergegangen. Aber man ist deswegen bei weitem nicht am Ende. Der Flughafen hat eine Geschichte. Ich meine, nicht nur hier der Check-in 3 hat eine Geschichte, sondern insgesamt hat der Flughafen eine Geschichte. Und da ist die Frage der Modernisierung natürlich anzusprechen. Da ist natürlich auch anzusprechen die dritte Piste. Eine Sache, die nicht ganz leicht lösbar ist, aber gelöst werden muss. Daher fokussiere die Zukunft. Das andere ist die Aufgabe der Historiker und der Rechtsanwälte. Das ist heute eine richtige Zäsur. Nicht nur für die Entwicklung des Flughafens, sondern vor allem für die gesamte Entwicklung der Ostregion, der beiden Bundesländer Wien, Niederösterreich, auch das Burgenland dazu. Und ich würde sagen, der gesamten Republik. Denn von der Entwicklung dieses Flughafens hängt sehr viel ab. Erstens ein unglaublich wichtiger Arbeitgeber für uns im Land. Auf der zweiten Seite 380 Unternehmen, die hier tätig sind und entsprechende Arbeit bieten. Und auf der dritten Seite muss man natürlich sehen, dass der Flughafen eine richtige Vision für die nächsten Jahrzehnte abgibt. Nämlich eine Vision in der Richtung, dass dieser Flughafen nicht nur ein Tor in die gesamte Welt, sondern vor allem auch ein Tor in das Zentral- und Mitteleuropa und vor allem auch in den asiatischen Raum bedeutet. Und in dieser globalisierten Welt ist es einfach wichtig, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Was lange währt, ist endlich gut, kann man das sagen? Ja, oder man könnte auch sagen, gut Ding braucht Weile. Und der Betrieb geht ja schon einige wenige Wochen und bis auf ein paar sogenannten Kinderkrankheiten höre ich, dass doch die Zufriedenheit recht groß ist. Und ich glaube, dass dieser Ausbau so wichtig ist für diesen Standort hier, für die Flugdrehscheibe in den Osten und auch von den Arbeitsplätzen hier betrachtet, hier hängen so viele Arbeitsplätze dran und darum ist der heutige Tag ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Flughafens. Man kann ja fast sagen, ein verlängertes Wohnzimmer für Sie. Ja, der Check-in 3, den habe ich in den letzten 14 Tagen schon mehrmals besuchen dürfen. Ich bin ganz begeistert, wie super alles funktioniert. Und heute angesprochen, die Langlaufstrecke, sage ich, tut mir auch körperlich gut, erspart mir das Fitnessstudio. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin heute zum ersten Mal hier. Bin natürlich sehr interessiert, wie sich das alles entwickelt hier. Und also der erste Eindruck ist sehr positiv. Und ich freue mich, dass dieses Projekt jetzt endlich abgeschlossen ist. Wenn die Art und Weise, wie heute dieses Fest gefeiert wurde, auch das Zeichen dafür ist, wie auch in Zukunft weiterhin die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit der Region ist, dann können wir in eine optimistische Zukunft blicken, gemeinsam mit dem Flughafen und immer in Abstimmung auch mit den Anliegen der Anrainerinnen und Anrainer in die Zukunft zu gehen. Das wäre der beste Weg und daran arbeiten wir gemeinsam. Check-in 3, der neue Bereich, sicher ein sehr wichtiger Bereich, man darf aber nicht vergessen, dass es in nächster Zeit noch sehr viele Baumaßnahmen geben wird. Wenn ich an den Terminal 1 denke, Terminal 2 veraltet oder an die Ankunftshalle, hier wird sehr viel investiert werden, aber das dient eigentlich auch zum Wohle der Passagiere und das sichert uns auch in Schwächert in unserer Stadt und das muss man auch mit aller klarer Deutlichkeit sagen, unsere Finanzkraft.